Hallo? Hey Vito, ich bin's, Eddie. Na Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. President Truman. What about him? He just approved the production of the hydrogen bomb. Really? First I've heard of it. You didn't get the Empire Times this morning, did you, Dick? Why, no. No, I didn't. Don't be like Dick. Get the Empire Times delivered to your door daily and stay informed. The Empire Times. All the news you need to know. Empire Classic Radio. Yesterday's hits just...
Und ich mit einem Baseballschläger. Die haben sich vor Angst fast in die Hose geschissen. Morgen, Jungs. Hey, Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich's den Ian voll gezeigt hab, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also, wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clemente kümmern. Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Scheiße! Joe, nimm sofort dieses Ding weg! Ganz ruhig, Eddie. Sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um Himmels Willen, nimm das weg! Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik, so viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs, ich zähle auf euch. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clemente was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig. Außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel, genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Hey Joe, sag mal, was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück, kapisch? Oh, okay. Aber wenn's nötig wird, ich hab meine Knarre immer dabei. Schön sagte Billy the Kid, die brauchen wir nicht. Gehen wir. Wir nehmen meinen Wagen. Okay, ich fahre. Fahren nicht gleich zu Schrott. Das ist unser Fluchtwagen. Außerdem vertragen sich Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders gut. Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss es wieder. Wir müssen zum Empire Arms Hotel. Park in der Tiefgarage. Nimm den Hintereingang. Schon, Jungs. Was läuft in dem Hotel da, hä? Rückt raus mit der Sprache. Das willst du, ein Buch schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei... Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Wenn du uns weiter Löcher in den Bauch fragst, sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um. Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich hab verstanden. Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Marty! Okay, entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Großes Ehrenwort.
Das ist das Hotel. Hinten ist deine Garage. Park da und lass alle knarren hier. Nicht, dass du uns Clementis Leute fehlst und wir auffliegen. Okay, Vito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier! Ah, nie darf ich mit. Ach, Scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Versuch's. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Mach schon, du Idiot. Gesehen. Ja. Und, wo ist er? Er macht Pause. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute und du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's? Verschwinden wir von hier. Siehst du? Läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Vito, Moment. Hier. Kleb dir das Ding an. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. Legen wir los. Hey, ihr zwei! Hier rüber! Wischt die Schweinerei weg, ihr Idioten! Macht die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemand den Hals! Na los, Bewegung! Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie, komm mit. Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Ich
habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, und wenn doch? Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Wurde auch Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Ihr findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn ich alles blitzblank... Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Da hast du verdammt recht. Ich mach's wieder gut. Kein Interesse. Bitte. Sonst fühle ich mich schlecht. Nein. Das wird die romantischste Nacht deines Lebens. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Einer der Jungs, die vorhin hier waren, der ist gestolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Der Fluch der Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Ja, hilf mir mal. Scheiße. Verdammt. Der Gelbe. Plus zu Plus. Der Rote zu Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Ich hab doch gesagt, ihr sollt das wegwischen. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Okay, und jetzt aufs Dach. Ja, aber klappt nicht immer. Wieso? Barkeeper, glaubst du, ich habe mir 30 Zentimeter zum Spielen gewünscht? Kapiert? Richtig, ich hab nicht mit. Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja klar, und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Verdammt. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Soll ich dich tragen? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazinen. Wo hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Vollidioten! Habt ihr Problem? Was gibt's denn da zu glotzen? Macht einen Abgang, sonst komm ich runter und geb euch was aufs Maul! Clementis Männer! Schnell! Wir müssen hier weg. Oh,
das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Scheiße! Ich bin der Sechste! Solange wir noch Kugeln haben, sterbt! Hast du Schiss, Arschloch? Los jetzt! Zack, zack! Gib mir Deckung! Gib mir Deckung! Hast du Schiss, Arschloch? Du schießt wie meine Schwester. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Möchte ich nicht zum Feind haben. Du schießt wie meine Schwester. Ihr was? Mann, das war echt klasse. Bin wieder da. Immer noch so hart im Leben, Skeletta. Okay, das hätten wir. Hoffentlich hat uns keiner gehört. Ach, was? Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Warum holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht... Oh, Scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Hier ist Klebeband. Fessle ihn. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt.
Okay, rauf mit dir. An die Arbeit. Hey, wie viel Draht hast du? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn's uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Okay, das ist das richtige Stockwerk. Vito, schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. Okay, geschafft. Jetzt fahr uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Diese Arschlöcher merken... Scheiße! Mann! Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja? Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Verdammt! Scheiße! Was war das? Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, Scheiße! Der Wichser lebt! Ihr Arschlöcher! Scheiße, bitte, Clementi, darf ich entkommen! Die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Nein! Ich hab nichts getan! Nein! Wo sind wir denn wieder da? Hey, du hältst dich wohl für besonders hart, hä? Los jetzt! Zack, zack! Das Schwein hat mich erwischt. Die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Nein! Ich hab nichts getan! Nein! Wo ist der Martini gestanden? Los, zeig dich! Gib mir Deckung, Vito! Das ist alles? Dann blüht dir was! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Achtung! Hier den Gas hin! Oh, Vorsicht! Erstklassiger Vogel! Na komm, du Trottel! Ich bin der so viel Schnaps und so wenig Zeit. So, das ist für dich auf die Arbeit. Na, nimm die andere Tür, Vito. Ich übernehme die rechte Seite. Zur Hölle, du Arsch! Da sind wir uns wieder! Hast du Schiss? Gib mir Deckung! Mehr kannst du nicht?
verdammt! Molotow! Willantikum, da kommst du nicht durch! Ich bin der Beste! Ah, scheiße, die Sprinkleranlage ist angegangen. Echt? Ich dachte, es regnet. Klugscheißer. Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen. Helfer! Oh, scheiße. Da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich warte auf euch. 3, 2... Hey, was ist denn hier los? Oh mein Gott! Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße, woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Gekratzt. Versteckst dich wohl, Adler. Meint das war's? Irrtum, ihr Wichser. Das sind zwei Autos. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clementi, nicht dem anderen Kerl. Überlass das mir. Halt du deine Knarre bereit. Was denn sonst? Bleib du an Clementi. Er ist in der schwarzen Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Drück auf die Tube, Vito. Ich versuch's ja. Bin wieder da! Ihr meint, das war's? Irrtum, ihr Wichser. Es sind zwei Autos. Wenn sie sich trennen, kommst du auf jeden Fall Clement, nicht dem anderen Kerl. Überlass das mir. Halt du deine Platte bereit. Was denn sonst? Bleib du an Clement. Er ist in der schwarzen Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Pass auf, Vito. Drück auf die Tube, Vito. Ich versuch's ja. Schneller!
Er ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Das ist für Marty. Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Eddies Nummer, ich ruf ihn an. Hallo? Hier ist Joe, alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt, wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen, Bauernopfer. Hauptsache, das Wichtigste Was? Ist erledigt. Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal! Hey, Joe, mich musst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen, mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal! Joe, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt einen Gang runter. Mir tut's auch leid, mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey. Das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. This segment of Empire Classic Radio to bring you an important news bulletin. A massive explosion has rocked the Empire Arms Hotel in Midtown. The fire and smoke can be seen for blocks around. Authorities are still not sure what or who caused the explosion, but are advising residents and people near the Empire Arms Hotel to stay clear until police and fire officials have deemed it safe to return. Again, a massive explosion has occurred at the Empire Arms Hotel in Midtown. While full investigation cannot yet be completed, the hotel manager, one Anthony Earhart, told our reporter moments ago that he suspected that a gas leak caused the explosion. Empire Classic Radio returns you now to regular programming. I'm Gary Steven.
Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Ach, toll. Ich will keinen Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's, aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Yesterday's hits, just like you remember them. ECLA. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Ha, genau. Mit dem Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Marty. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen! Verflucht! Tu die Scheißknarre Scheiß. Weg, bevor noch was passiert! Hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm ja schon.
Zentrale, haben Verfolgung von Verdächtigen aufgenommen. Verstanden. Vito, guten Abend. Was soll's denn sein, Sir? Neue Nummernschilder, kein Problem. Es ist alles erledigt. Danke, Vito. War mir ein Vergnügen.
Gut, wir sind da. Erschieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid. Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Some restaurants are now allowing you to order your food packaged, so you can just take it home to enjoy. Some even have it, so you can even pull up in your Bene and bark your order into a microphone. Maybe they should call it a doggy bag. Here's how it works. You pull up a few feet, and your food is ready in just a few minutes. You don't even need to go inside the restaurant. Oh, wow. Hey, before you know it, you won't even have to leave your house for a good meal. They'll just bring it to you. And for you roller skating waitresses out there, you may need to look into a different line of work. Man, oh, man. Crazy times we live in, huh, good people? For Empire Central Radio, this is Rockin' Ricky Fox. Ah, scheiße.